Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Halo Wars in der Limited Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zu dieser Limited Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Halo Wars in der Limited Edition, das Ganze aus dem Jahr 2009. Wir haben hier mal wieder eine Box, ein Unboxing aus dem Bereich Gaming. Jawohl! So sieht das aus. Wir haben hier Halo Wars für die Xbox 360 in der Limited Edition. Kommt hier in so einem durchsichtigen Pappschuber. Das Ganze ab 12 Jahren freigegeben. Wir lesen hier entsprechend Halo Wars Limited Edition. Es ist ja ein Exklusivtitel für die Xbox. Also Halo war ja damals von Anfang an nur für die Xbox und nicht für PlayStation oder andere Konsolen zu haben. Auf der Rückseite lesen wir Folgendes. Kämpfen Sie im Halo-Universum. Wir schreiben das Jahr 2531, 20 Jahre vor den Ereignissen, die in Halo Kampf um die Zukunft im Mittelpunkt standen. Die Allianz hat etwas auf dem Planeten Harvest entdeckt. Das UNSC-Schiff Spirit of Fire wurde entsandt, um die Angelegenheit zu untersuchen und den Feind aufzuhalten. Doch was die Crew dort vorfindet, könnte das Einzige sein, was die Vernichtung der Menschheit durch die Truppen der Allianz verhindert. Befehligen Sie riesige Armeen, führen Sie Ihre Truppen in den Kampf, kontrollieren Sie jeden einzelnen Soldaten und setzen Sie Ihre taktischen Fähigkeiten ein, um die Schlachten zu gewinnen. Ihre strategischen Möglichkeiten sind grenzenlos. So, dann haben wir hier noch den Inhalt. Drei neue Halo-Multiplayer-Karten, Hardcover-Comic, Halo Wars Genesis, exklusives Ingame-Fahrzeug, 6 Anführerkarten, Spirit of Fire-Aufnäher, Comic-Aufnäher und Karten in Englisch. Dieses Spiel hat keine Jugendfreigabe. Okay, so dann noch die technischen Details, Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also das ist der Pappschuber, beziehungsweise der Plastikschuber. Und dann kommt hier Folgendes zum Vorschein. Einmal das Spiel im Steelcase und einmal hier das zusätzliche Material. Das kommt hier in so einer Papierhülle, in so einem Karton. Wir schauen uns als erstes mal das Spiel an. Kommt hier, wie gesagt, in einem Steelbook. Halo Wars, das wurde hier so geprägt. Dann haben wir hier die Truppen der Allianz mit Plasmaschwertern ausgerüstet. Halo Wars. Und auf der Rückseite haben wir dann die Truppen der Menschheit, in diesem Fall die Spartans. Hier lesen wir Halo Wars. Auch hier wieder geprägt. Ja, ansonsten in Schwarz. Wir schauen mal rein. So, das ist das Spiel, die Spieledisk. Wie gesagt, ab 12 Jahren freigegeben. Die regulären Halo-Teile waren ja immer so ab 16 oder sogar 18. Aber nachdem das ja kein Shooter, kein Ego-Shooter ist, sondern eben ein Strategiespiel, ist das hier ab 12. So, hier im Hintergrund haben wir so eine große Panoramaaufnahme zu sehen. Und dann haben wir hier noch Booklet und weitere Sachen. Also das Booklet. Ja, ist relativ klassisch gehalten. Wir haben hier einfach so die Infos zum Spiel. Hier so eine kurze Einleitung über die Charaktere. Und dann wird natürlich beschrieben, wie das Spiel funktioniert, beziehungsweise was wir hier so sehen können. Ich habe jetzt allerdings kein Inhaltsverzeichnis sehen können. Moment. Nein, okay. Also, wir haben hier einfach Infos zum Spiel ohne Inhaltsverzeichnis, wie das Ganze funktioniert. Was für Fahrzeuge bzw. was für Truppen man hat, was für Sachen man bauen kann. Und dann natürlich auch noch der Allianzführer, bedeutet die Gegenseite, die Aliens quasi, was die so für Möglichkeiten haben. All das wird hier beschrieben. Okay, und hier auch nochmal die Steuerung. So, dann haben wir diesen kleinen Flyer hier, Halo Wars. So sieht das aus. Und dann noch hier. Was haben wir hier? Halo Wars Genesis. Also das ist hier so eine kurze Geschichte. Könnt euch hier natürlich kurz anhalten, das Video, und im Detail durchlesen. Okay. So, das verstauen wir wieder im zugehörigen Steelcase, im Steelbook. Einmal, zweimal. Und dann kommen wir zum zweiten Inhalt. Und das ist hier so ein ganz spezielles Cover, denn wir haben hier auch wieder das Ganze im UNSC-Design, aber das Ganze kommt hier in so einer Papierhülle. Die kann man hier so aufklappen. Dann kommen uns hier einmal
dieses Abzeichen hier zum Vorschein. Das ist hier so aus Kunststoff, relativ dick. Also hier das UNSC Spirit of Fire Wappen, der Phönix. So, und dann kann man hier weiter aufklappen und dann kommt hier Folgendes zum Vorschein. Einerseits haben wir so Karten und dann haben wir das Artbook Halo Wars Genesis. Okay. So, wir starten erstmal mit diesen Karten. Die sind wirklich wie so Sammelkarten, nur eben etwas größer. So, wir haben hier unter anderem den Prophet. Also das ist die Allianz. Und die sind auch beidseitig bedruckt. Also wir haben hier die Vorderseite und hier die Rückseite. Das Ganze in Englisch gehalten. Hier sind einfach noch so Infos dazu. Dann haben wir als nächstes ihn hier. Chieftain Brute Army Commander. Ja, die kommen ja hier mit ihrem Gravity Hammer. Auf jeden Fall eine heftige Waffe. Kennt man auch aus anderen Halo-Teilen natürlich. Dann Arbiter mit Plasmaschwert hier bewaffnet. Auch eine nette Waffe. Okay. Und dann kommen wir jetzt zu den Charakteren der Menschen. So, wir haben hier einmal einen Sergeant John Forge. Okay. Dann haben wir Alan Anders. Sie ist Professorin, genau, hier steht's. Und als letzten haben wir dann noch James Cutter. Er ist der Captain. Gut, also 6 Kärtchen hier mit dabei. 3 von der Allianz und 3 von den Menschen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier das Artbook Halo Wars Genesis im Querformat. Und dann schauen wir uns das auch mal durch. So, hier ist wahrscheinlich hauptsächlich was zu sehen. Wir haben tatsächlich einen Comic. Ich hätte jetzt eher mit Bildern gerechnet, aber sie ist tatsächlich ein Comic geworden. Sehr schön. Also, hier die Geschichte zu lesen. Hier kann man sehen, was da so los war. Also, echt eine Menge Text. Hier haben wir sie dann. Die Raumschiffe der Menschen. Pelicans sind auch mit dabei, also diese Transportschiffe. Gut. Also, ohne Ende Hintergrundinformationen zu der Halo-Reihe in diesem Comic. Und das Ganze endet dann hier mit dem Kampf gegen die Allianz. Ja, es geht hier noch weiter. Der Kampf wird noch weiter fortgeführt. So sieht das aus. So, aber jetzt ist Schluss. Dann haben wir hier noch 2 Herrschaften erwähnt. Und das war's mit diesem Artbook. Gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in dieser Limited Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Büchlein hier mit dem Comic. Dann diese Sammelkarten hier. Wie gesagt, insgesamt 6 Stück an der Zahl. 3 von den Menschen und 3 von der Allianz. Dann dieses Wappen hier, das Kunststoffwappen, das Phönixwappen. Das kommt hier in dieser Hülle. Und natürlich haben wir dann noch dabei das Steelbook mit dem Spiel an sich. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Edition. Moment. So, Halo Wars in a Limited Edition.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Edition bzw. dem Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Halo Wars unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.